Vaterstetten. Mit seinen rund 22.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Ebersberg. Ein ruhiger und beschaulicher Ort im Osten von München. Aber die Stille trügt. Denn in diesem Jahr des Herrn 2022 feiert hier ein ganz besonderer Ort einen ganz besonderen Preis. Die Gemeindebücherei Vaterstetten feiert aber außerdem auch noch ihr sage und schreibe 50-jähriges Bestehen. Wow! Und um Ihnen mal einen kleinen Eindruck von diesem zauberhaften Ort zu vermitteln, gehen wir doch jetzt zusammen mal hinein. Auf geht's, ab geht's! Neben den obligatorischen Büchern und Bücherinnen findet man hier auch CDs, Hörbücher, DVDs und Blu-rays, Spiele, Kniffel, ja, was? Zeitschriften und Zeitungen. Aber das ist noch längst nicht alles. Weiter gibt es Comics, Graphic Novels, Tonys, Tipptoys, Leselupen und Leselineale, Regenschirme, und ein sogenanntes Energiesparpaket. Die Gemeindebücherei Vaterstetten ist eben eine ausgezeichnete Bücherei. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ausgezeichnet nämlich mit dem Bayerischen Bibliothekssonderpreis, welcher ihr vor allem wegen ihres kreativen Veranstaltungsprogrammes für ihr Jubiläumsjahr verliehen wurde. Kleine Einblicke fällig? Bitteschön. Wir haben wirklich viel Arbeit, Zeit, Engagement, Kreativität reingesteckt in dieses Jahr und auch das Jahr natürlich davor. Und ja, es ist einfach eine schöne Auszeichnung für alle. Dass wir uns nicht drauf ausruhen. Sondern natürlich die Freude mitnehmen und die Kreativität, die wir reingesteckt haben, auch weiterhin nutzen für andere Projekte. Wie zum Beispiel das Projekt Vorlesen mit Frieda. Mit dem Vorleserund im selben Raum bekommen die Kinder neben der Geschichte auch noch den richtigen Umgang mit einem Tier vermittelt. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Die Gemeindebücherei Vaterstetten freut sich immer auf Ihren Besuch.